automatisch mit AI Posts für LinkedIn vorbereiten. Das Ganze automatisiert mit make.com. Im ersten Video haben wir diese Automation gemacht. Wenn ich etwas speichere in meine Pocket-Lesezeichen, dann soll und den Tag Share hinzufüge, dann soll AI hingehen, den Artikel lesen, zusammenfassen, aus meiner Business-Sicht aufbereiten und das Ganze vorbereitet in ein Google-Dokument reinspeichern. Okay, das haben wir Schritt für Schritt im ersten Video gemacht. Jetzt gehe ich dann hin, wenn AI das vorbereitet hat für mich, oder meine Assistenz geht hin und schaut sich diesen Google Sheet an, macht Umformulierungen. Meistens braucht es wahrscheinlich da ein bisschen Bearbeitung und kennzeichnet dann diese Zeile in dieser Spalte als okay. Jetzt läuft das, das ist eingeschaltet und ich habe jetzt hier einen englischsprachigen Artikel. Microsoft und EU-Probleme. Das ist jetzt ein englischsprachiger Artikel, der jetzt nicht so super zu meinem Business-Thema passt. Das heißt, AI wird da wahrscheinlich ein bisschen einen komischen Post generieren daraus, aber wir testen es trotzdem damit. Ich gehe jetzt oben hier auf meine Browsererweiterung Pocket, meine Lesezeichen, kostenloser Dienst, klicke hier und es speichert es in Pocket, aber wir wollen nur die Dinge weiterleiten, die einen Tag, und zwar habe ich den Tag Share gewählt, Share haben, nur dann soll das Ganze in Google gespeichert werden. Okay. Ich habe das also so gespeichert. Das würde jetzt 15 Minuten gehen, bis es das nächste Mal das durchläuft im kostenlosen Account. Ich kann das aber anklicken hier jetzt mit Run Once. Es geht eine Weile. Es hat das schon gemacht. Das hat also, wir haben es genau getroffen mit diesen 15 Minuten Schritten. Und dieser Post wurde jetzt vorbereitet. Breaking News aus dem Tech-Dschungel hat Microsoft heimlich. Die wichtigsten Highlights aus dem Post. AI hat das alles jetzt gelesen und vorbereitet. Wie gesagt, das passt jetzt nicht zu meinem Business-Thema. Das heißt, es passt jetzt nicht so, wie ich das für in LinkedIn veröffentlichen würde. Das heißt, ich gehe jetzt hin, ändere ein paar Dinge und ich ändere auch meinen Prompt in dieser Automation, um jedes Mal ein bisschen besser zu werden, damit ich mit der Zeit fast nichts mehr ändern muss an diesen Posts. Okay, das ist soweit so gut. Die erste Automation, die wir im letzten Video auch schon Schritt für Schritt aufgebaut haben. Die einzige Änderung, die ich jetzt gemacht habe, ich habe eine zusätzliche Spalte hier mit dem Vorschaubild von diesem Artikel. Das brauche ich nachher, wenn ich auf LinkedIn veröffentlichen will. Das heißt, ich habe in diesem Modul Google Sheets einfach eine Spalte mehr jetzt Image und habe aus diesem Pocket-Modul einfach dieses Feld Top Image URL reingenommen und das hat jetzt den Link zu diesem Bild da reingespeichert. Sonst alles genauso. Schau das erste Video, wenn du das selber aufbauen willst. Jetzt brauche ich eine zweite Automation, das heißt ein zweites Szenario, das dann hingeht und schaut, wenn eine Änderung gemacht wurde in Google Sheets, wenn die Spalte LinkedIn okay auf okay gesetzt wurde, dann macht dann einen LinkedIn-Post. Ich habe das jetzt schon vorbereitet. Ich habe eine neue Automation. Das fängt an mit Google Sheets. Google Sheets Watch Changes. Ich das anklicke. Ich musste hier eine Webhook-Verbindung machen zu meinem Google Sheets. Das wird aber Schritt für Schritt erklärt, auch hier in diesem Link Online Help. Und hier in Google Sheets musste ich hier unter Extensions Add-on, Get Add-ons, musste ich hier suchen nach Make, Enter. Und da findest du diese App oder diese Erweiterung Make.
das installieren und gut ist im Prinzip. Was der nächste Schritt ist, hier unter Extensions nochmal klicken. Jetzt ist hier unten Make for Google Sheets, wenn du das installiert hast. Hier unter Settings gibt es unter Watch Changes, das ist der Trigger, den ich verwende, muss ich diese Hook-URL eintragen und speichern. Habe ich jetzt schon gemacht, aber das ist wirklich Schritt für Schritt erklärt und sehr simpel. Jetzt schaut dieses Modul, sobald das jetzt wirklich eingeschaltet ist, laufend für neue Einträge, für Änderungen, Watch Changes, Änderungen in diesem Google Sheet. Also nicht für neue Einträge, sondern für Änderungen in bestehenden Zeilen. Dann habe ich hier ein Modul HTTP hinzugefügt. Das ist ein sehr simples Modul. Und zwar geht es darum, dass ich hier jetzt genau mit diesem Row C, das ist diese Spalte C hier, dieses Bild, das muss ich dieses Bild holen gehen. Das mache ich mit diesem Modul. Da kann ich gar nicht viel machen, nur die URL hier, die URL, das in Spalte C gespeichert ist, hier eingeben und dieses Modul holt dann das Bild. Dann habe ich jetzt hier nicht LinkedIn eingefügt, sondern Gmail. Ich mache das im Moment so, weil ich nicht mein LinkedIn spammen will, dass es mir dann E-Mails sendet in Gmail an meine Adresse mit dem Titel New LinkedIn Post und dann die drei Felder, die ich brauche, auch hier wieder unter Row Values. Ah, das ist der Link. Zuerst D, also der Post, dann C, der Link zum Vorschaubild und A, das ist dann der Link zum Artikel. Das macht mir eine E-Mail ohne große Formatierungen. Okay. Aber da würde ich dann eigentlich anstatt dem E-Mail würde ich jetzt LinkedIn Create a User Text Post. Da würde ich jetzt meine Verbindung machen. Sam LinkedIn. Jetzt habe ich diese Verbindung erstellt. Muss ich nachher, wenn ich wieder mit LinkedIn was mache, nicht mehr tun. Jetzt Content nehme ich wieder aus dem Google Sheet, nehme ich den Post. D. Media Type. Article. URL. Habe ich ja auch jetzt im Google Dings drin. Title. Habe ich auch. Titel brauchen wir also schon. Description. Da peppe ich den Titel einfach nochmal rein. Und hier jetzt Thumbnail ist wichtig. Filename nehmen wir jetzt aus diesem HTTP-Modul. Filename heißt es auch da, schön. Und Data. Okay. Thumbnail Alt-Text. Da nehme ich jetzt den Titel nochmal. Okay. Da könnte ich jetzt diese E-Mail rauslöschen und es würde mir direkt jetzt einen LinkedIn-Post machen. Tue ich jetzt nicht, ich lösche das wieder, damit es nichts auf LinkedIn veröffentlicht. Ich will jetzt nur diese E-Mail generieren. Hier ist noch speziell, ich habe hier einen Filter. Das kann man hinzufügen über diese Zeichen hier, Setup Filter, habe ich schon getan jetzt für diese Verbindung. Und zwar soll es nur weitergehen, wenn es wirklich in dieser Spalte E, das ist also die Spalte hier, okay LinkedIn, soll okay drinstehen. Und ich habe hier gewählt equal to, also gleich, aber case insensitive. Es würde also auch funktionieren, wenn ich ein großes O und kleines K schreiben würde oder beides klein. Ja, in all diesen Fällen würde es weitergehen. Wenn ich aber reinschreibe, muss überarbeitet werden, dann wird das nicht automatisch meine LinkedIn-Posts generieren.
die ganze Geschichte ist jetzt fertig. Das ist jetzt ein Instant Trigger, das wartet auf sofortige Änderungen. Wenn ich jetzt also hingehe und ist eingeschaltet, wenn ich hingehe und sage, okay, mach mir einen LinkedIn-Post hier, in meinem Fall jetzt nur eine E-Mail, okay, reinschreiben, komme jetzt dahin zurück und wenn alles gut läuft, sollte jetzt bald mal die Automation ankicken. Jetzt wurde ich ein bisschen nervös und habe weggeklickt und genau in dieser Zeit lief das wirklich durch. Ich habe also diese Bubbles jetzt nicht, aber es müsste mir jetzt eine E-Mail generiert haben mit diesem Post. Und ich schaue jetzt hier, tatsächlich eine neue E-Mail gekommen. Und da drin ist jetzt mein Post, Breaking News aus dem Dschungel und so weiter und so fort, mit dem Link zum Vorschaubild und dem Link zum Artikel selbst. So hast du also nun zwei Automationen. Mit der ersten Automation kannst du irgendwo etwas Interessantes lesen, denken, das passt zu meinem Business, das passt zu meinen Themen auf LinkedIn. Einfach in Pocket speichern, kostet nichts. Tag Share hinzufügen. Dann kannst du später in diesen Google Sheet reingehen oder deine Assistenz kann das machen für dich, wie du, je nachdem wie du aufgestellt bist, kann da umformulieren und dann sobald fertig hier OK LinkedIn, also OK reinschreiben. Sobald das passiert, wird die Automation dann einen LinkedIn-Post machen. So viel also zu diesem Video. Wenn du Fragen hast, gerne unten in den Kommentaren.